Das Besondere, gerade hier in Ungstein Wein zu machen, ist für mich persönlich auf der einen Seite das Kleinklima, das hier sehr stark geprägt ist durch den Schutz des Pfälzer Waldes. Also wir haben hier sehr trockene und warme Lagen in Ungstein. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr vielfältige Bodenstrukturen, den Kalkstein und den Terra Rossa. Beide Bodenstrukturen haben das Potenzial für wirklich große Weine aus dem Riesling, aber auch aus den Burgundersorten. Das ist eine sehr gute Frage, wie man so ein traditionsreiches Haus in die Moderne führt. Wir haben ja immerhin schon 400 Jahre Erfahrung in Sachen Wein und da wurde auch sicherlich einiges richtig gemacht. Dennoch ist Tradition nicht nur allein die Anbetung der Asche für mich, sondern auch vielmehr die Weitergabe des Feuers. Und dazu gehört, dass man neue Konzepte entwickeln muss, nachhaltige Konzepte. Und das haben wir gemacht mit unserem Verband Fair and Green. Sind wir gut aufgestellt für die Zukunft. Und gleichzeitig erfüllen wir natürlich auch die hohen Qualitätsansprüche, die der VDP an uns stellt, und entwickeln uns da Jahr für Jahr weiter.